Servus Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Black Ops 2 Commentary. Ja, heute spielen wir mal eine Runde, eine im Lauf und eine Runde Stock und Stein. Ich habe mal diese Partyspiele ausprobiert und man sieht hier jetzt das Ganze im Kinomodus. Ich habe es am Anfang noch nicht ganz geblickt, wie das hier zum Ausblenden geht und so ein Scheiß, also verzeiht mir den Anfang ein bisschen, aber das ist ja jetzt auch erstmal egal. Ja, wie gesagt, heute mal ein paar Partyspiele. Ich dachte, das zeige ich euch auch mal. Da gibt es echt viele Möglichkeiten. Man hat zum einen einen Lauf, das kann ich mal ganz kurz erklären. Da hat man eben, wie der Name schon sagt, eine Patrone im Lauf. Und wenn die leer ist, dann hat man eben keine mehr und kann nur noch messern. Und sobald man einen Kill macht, bekommt man wieder eine Patrone in den Lauf reingeschoben quasi. Sobald man dreimal verreckt ist, ist man ausgeschieden und man muss am Ende alle umbringen. Ja, dieses Überlebensbonus, was ihr hier hin und wieder mal seht, ist einfach, dass einer schon ausgeschieden ist, also dass er dreimal hintereinander verreckt ist. Das eine im Lauf-Gameplay geht auch nur 2 Minuten und 8 Sekunden. Und ich habe mir heute, ich gewinne natürlich, also das nur mal so am Rande, ne? Ich habe mir heute ein Thema ausgesucht und zwar geht es diesmal direkt um Black Ops 2. Ja, ich wollte mal ein bisschen über die Maps und Spielmodi und so ein Zeug reden. Also einfach mal so ein bisschen über Black Ops 2, was mich an den Maps nervt, was mich an den Spielmodis nervt und was ich auch total geil finde. Zuerst mal kommen wir doch zu den Maps. Wir spielen auf der Map Hijacked, heißt die, glaube ich. Das ist an sich eine schöne Map. Nur leider hat die ein Problem, was auch bei vielen Maps in MW2 ist. Jetzt sage ich hier schon MW2. Ich meine natürlich in Black Ops 2 ist. Sie ist ziemlich verwinkelt und kompliziert aufgebaut, man hat sehr, sehr viele Camper-Positionen und so ein ganzes Zeug. Das ist bei sehr, sehr vielen Maps. Man hatte in, hier habe ich auch schon gewonnen, man hatte in vielen, ja, in was wollte ich jetzt denn sagen? In den meisten Call of Duty-Teilen war es bis jetzt immer so, dass man schön eindeutige Maps hatte. Nehmen wir doch gerade mal Afghan bei MW2, das war eine schön einfache Map. Da gab es nicht viel zum Rummachen, da gab es nicht viele Camper-Positionen. Da wusste man, wo wer ist und so weiter und so fort. So, jetzt haben wir hier, bevor ich über die Maps weiter rede, haben wir hier ein Gameplay im Stock- und Stein-Modus. Hier hat man einfach eine Armbrust mit den explosiven Pfeilen. Dann hat man als Zweitwaffe ein Ballistikmesser und man hat als Primärgranate, sage ich jetzt einmal mal, die Wurfaxt. Das Gameplay an sich ist jetzt nicht so gut, ich finde es aber allerdings schon schön irgendwie, keine Ahnung, ich mag das irgendwie. Ich habe es mir auch schon zweimal oder so angeguckt, ich bin am Ende glaube ich einer der Letzten, also vom Score her ist das nicht so besonders. Oder sogar Vierte, ich weiß es gar nicht. Naja, ihr werdet das noch ein bisschen sehen, wenn, da könnt ihr auch nochmal von anderen YouTubern vielleicht ein Gameplay angucken, wo der auch den ganzen Modus nochmal erklärt, der ist ziemlich kompliziert. Und ich rede jetzt einmal weiter über die Maps. Das Gameplay ist übrigens wieder auf der Map Hijacked. Und ich wollte hier was sagen mit, ja, mit den Maps, wie kompliziert aufgebaut die hier sind in Black Ops 2. Ja, nehmen wir doch zum Beispiel mal Türber. Das ist meiner Meinung nach die schlechteste Map in MW2. Das ist eine kleine Map. Eine große Map, meine ich natürlich, die sehr, sehr verwinkelt ist. Man hat einfach an fast keiner Position hat man Überblick über die ganze Map. Und ja, ich finde die Map einfach nicht schön. Man hat so ein bisschen versucht, da Afghan nachzuahmen. Also die Map Afghan war ja sehr beliebt in MW2. Mir fällt jetzt keine MW3 Map ein, die annähernd so war. Man hat ein bisschen versucht, die nachzuahmen. Das ist vielleicht falsch gewesen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall finde ich die Map nicht so schön. Man hat zwei Häuser, so ein bisschen futuristischen Stil, finde ich. Also, natürlich sind sie noch normal, aber man merkt das schon so ein bisschen. Und diese abgestürzten Flugzeuge, die man da hat. Hier wurde ich übrigens wieder von der Wurfaxt getroffen, also gedowngradet, um das auch so zu sagen. Ja, dann hat man diese vielen Gänge, diese Felsspalten und so. Das finde ich einfach nicht toll, gerade auch bei Herrschaft. Viele Flaggen liegen da einfach so total offen da. Man hat zum Beispiel bei Nuketown 2025 ist das Geile, dass die B-Flagge einfach mal das Epischste in der ganzen Map ist. Die B-Flagge ist ja sowieso immer die umkämpfte Flagge und bei Nuketown 2025, da ist die einfach so mies umkämpft, entweder ein Team hat das ganze Spiel diese Flagge oder sie wechselt andauernd.
Ich finde Duketown an sich auch eine richtig geile Map. Man hat eben zwei Häuser, diese zwei Plätze, den Mittelplatz und die B-Flagge. Das sind so die Hauptspielorte. Man hat keinen wirklichen Hotspot in Duketown. Das liegt auch nicht zuletzt daran, dass die Map einfach viel zu klein ist, um einen Hotspot zu haben. Das ist einfach eine sehr, sehr schöne Map. Das gefällt mir an Call of Duty, dass man wirklich so kleine Maps hat und nicht so wie bei Battlefield ewig auf einer Map rumrennt und ja, irgendwann dann mal einen Kill macht. Also, wie gesagt, das Battlefield finde ich an sich auch nicht so schön. So, hier werfe ich einmal eine Wurfaxt ins Leere. Ist ja auch mal wieder schön. Und ich glaube, ich werfe nachher noch ein paar Leute mit der Wurfaxt ab, soweit ich mich nicht täusche. Man hört jetzt hier im Hintergrund auch ein bisschen vom TS den Sound. Ich war fälschlicherweise im TS drin. Ich dachte mir so, ja gut, das Gameplay sieht schön aus. Hier, dieser geile Kill, ey, das ist echt genial. Ich sehe ihn aus der Drehung raus, nehme ich voll die Wurfaxt auf ihn. Er sieht mich auch, tut die Wurfaxt auf mich draufschmeißen und wir sind beide durch die Wurfaxt gekillt. Das war einfach mal so ein epischer Kill. Ich musste so lachen, ey, das ist echt genial gewesen. Also, das hat mich echt gefreut. Den Kill habe ich voll gefeiert, ja, in dem Gameplay. Also, ach, das ist immer wieder schön, wenn ich den hier sehe. So, ja, jetzt bin ich völlig aus dem Fahren rausgekommen. Ich wollte noch weiterreden über die Maps, ne? Also, mein Fazit so über die Maps in Black Ops 2. Sie sind einfach viel zu kompliziert aufgebaut. Sie sind ein bisschen zu verwinkelt. Man hat wohl nicht so viele Camper-Positionen. Bei manchen Maps schon. Man hat aber generell an sich nicht so viele Camper-Positionen. Die Maps in Black Ops 2 sind auch viel, viel größer wie in ML2. Man hatte in ML2 zum Beispiel Terminal als große Map. Dann hatte man Favela aus große Map und keine Ahnung was noch. Und hier hat man jetzt, ja gut, Raid oder Raid ist eine gute Map, die ist schön groß. Dann natürlich Turbine ist eine große Map. Oh Gott, man hat Drone, das ist auch eine große Map. Aftermath oder Aftermath, das geht so. Weiß jetzt nicht, nee, die Map ist eigentlich nicht so groß. Man hat halt viele, viele große Maps und das finde ich eigentlich auch mal gut. Es ist halt nicht so, dass man. Ich bin übrigens auch noch Last hier. Es ist halt nicht so, dass man rumrennt und sofort wieder tot ist. Außer bei Nuketown. Gut, das Gameplay ist hier jetzt auch schon zu Ende. Ich verabschiede mich von euch. Wir sehen uns oder hören uns in der nächsten Folge von Let's Plays wieder. Oder nur mal in einen Kommentar wie: Bis denne. Ciao.